Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen zurück hier auf der Gemeinderade mit dem lieben Florian und Sebastian. Hallo. Einen wunderschönen. Oh, moinsen. So, ich bin hier immer noch dabei, das restliche Heu hier zusammenzuschwaden. Muss ich dann auf die 34 auch nochmal nehmen, oder? Doch. Auf die 34 auch, okay. Alles. Auf die 34 und auf das Feld auf unserem, auf die Wiese auf unserem, an unserem Hof. Ja, und das kleine Stück war noch nicht reif. Okay. Das ist ja nicht schlimm. Oh Gott, Hilfe, Zaun. Oh Gott, Stein, Stein. So. Was ist? Mir gefallen, tun wir mal kurz einen starken Bauer anmachen. Oh Gott. Das der ist eins halbes. Jo, ist an. Die Ballendresse steht auf dem Down. Stein. Wir haben 588.000 Liter Stroh, Heu, 252.000 Liter, also wir sind ganz gut versorgt, glaube ich. Ja. Was mache ich jetzt? Ich schau mal nach dem Ding. Du kannst dann Seedmaker. Ja. Und später kann ich dann auch in Schulsballen sammeln dann beginnen. Oh, wir müssen vielleicht mal Saatgut ausladen. Ja. Dann machen wir es gleich wieder in unser Silo rein, oder? Ja, mach ich. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder insgesamt? 4000. Ja. 5000 gehen rein, glaube ich. Okay. Ist ja nicht schlecht. Also kann man vielleicht auf jeden Fall für eine Zeit lang wieder. Ja. Boah, ich würde feiern, wenn man das Saatgut irgendwo verkaufen kann. Kann man das verkaufen? Boah, ich weiß, wenn wir hier Agrar zum Landhandel drin, dann müsste ich gucken, ob man es da verkaufen kann. Bin mir nicht sicher. Warte, wir haben den. Ich glaub, geht nicht. Ne, wir haben Agrarzeit Landhandel leider nicht mit drauf. Müsste ich dann nochmal gucken, ob es mit dem auch funktioniert, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir haben 66.000 Liter mischt. Ja, könnten wir auch mal demnächst. Den kann man aber, glaube ich, verkaufen. Ja, aber ich weiß, ist es halt die Frage, ob es sich lohnt oder ob wir den auf Felder hauen wollen. 180 bringt er bei der BGA bei uns. Ich glaube, das lohnt sich sogar. Flo. Oder. Ja, können wir gerne da machen. Warte. Ja, leck mich am Arsch. Krieg 600 Euro für Heu. Ist glaube ich gar nicht mal so schlecht. Das ist mehr als wie für Silage. Okay, wir verkaufen Heu. Ich glaube, ich hole mir mal den. Ja, den. Ja, wie heißt der denn? Den. Ja, du kannst gleich den Unimog haben. Zum Fahren. Ich nehme eine kleine.
den kleinen süßen Arion. Schafft er das? Ja. Ja, leicht. Ja, ich glaube, er hat ja auch 150 PS, oder? 20 oder was? 40 oder? Ja, irgendwie sowas. Aber ich glaube, der braucht vor allem Gewicht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ja. Da müssen wir eigentlich noch welche rumstehen haben am Hof. Ansonsten kaufst du halt schnell eins, wenn wir keins haben. Darf ich mir ein Glasgewicht für den kaufen? Ja. Ich kaufe mir ein Glasgewicht. Wir kriegen ja das Geld dann gleich wieder rein mit Heu. Ja. ...1200 Kilo oder bloß 600 Kilo? Mir egal. Oder 900? Ich würde sagen 900, dass er nicht komplett überlastet ist. Oder was ist überlastet, aber... 2000! Alter. Ist das ein Glasgewicht? Die kleine Wiese neben unserem Hof ist auch noch nicht geschwadet, oder? Nee. Okay. Schwaden die auch gleich. Irgendwie läuft da was nicht richtig. Bei was? Ich kann nichts auslagen. Nichts, kein Heu auslagern. Vielleicht war ich im Triggerstich. Scheiße, das kann sein. Auch ernsthaft. So läuft. Mach mal Spaß. Tja. Also das ist wahrscheinlich noch für den vom Helfer. Sein.
also mal anders schon hier ran. So. So, mal vorgewendet Bahn gezogen. Dann wenden wir mal. Also ich habe einen Anhänger voll und dranhängen mit Heu. Okay. Am Arion. Also müsst ihr vielleicht einer mit dem Skorpion kommen. Also kannst du nicht. Ja, stimmt. Beim Ballenhans, wo ich es abladen muss. Ich muss den aufspielen, das sammelt sich die ganze Zeit auf. Truck mit dem Case. Was ist? Ich glaube, ich behandle gerade den Case wie ein Monster Truck. Oh Gott. Schön über die Autos fahren. Oh Gott. Nee. Der arme Traktor. Ja. Der arme KI-Verkehr. Das arme Dorf. Ja. Die arme Gemeinde. Ist mit 50 Sachen dort das Dorf fahren? Das ist leicht übertrieben. Und ungefähr jeden zweiten Zaun mitnehmen? Das arme Dorf definitiv geflogen. Ja. 5 Tage, warte, Sebi ist da, 5 Tage später kann der Dorf tot. Der zieht aber ganz schön zähe, der kleine Arion. Ich brauche eine, der wo mir dann die Straße absperrt. Ja. Warte, ich fahre mal schnell zu dir hoch. Ich kann später dann noch gleich weiter schwaden. Ist ja nicht weit weg. Ich bin ja noch am Hof. Also liegt es auch in meiner Richtung. Ah, da vorne sehe ich ihn schon. Dann den Auto, das Auto dahingestellt, ey. Hilfe! Ich steck fest. Komm, wenn nicht mehr weg ist. Warte. Hat keiner gesehen, alles gut. Passt, dann bin ich vorne auf der Batterie. Alles ruckt gerade. So. Was ist 7 mit? Ah, da hinten. Bist du jetzt gerade den langen Weg gefahren? Ja. Alter, angenehm. Ein Ballen gibt 2000. Alter, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Echt nicht. Jo. Also unser Geld ist gerade richtig hoch. Alter.
Alles lose Zeug werden wir verkaufen und ich hole jetzt den Ball noch heim. Ja, ja. Die Performance. Was halt noch übrig bleibt, das weiß man nicht. Also wir müssen ja gucken, wenn wir auf den Nitrado-Server kommen. Das ist hier gerade nicht mehr feierlich. Ich kann 35 Spitze fahren oder 31. Unangenehm. Ah, hier geht's, geht's wieder. Das war wahrscheinlich wegen dem Verkauf. Grad. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, das wird auf einem Nitrado-Server auch nicht viel besser. Ah, doch. Glaube ich schon. Nein, wenn man jetzt Ballen verkauft, meine ich. Ach so. Wenn man jetzt die Ballen verkauft, dann wird der schon ein bisschen belastet. Weil der erstmal die Ballen vom Ding schmeißen muss. Ach, hier ist noch gar nicht gemäht. Ja, gut. Wo? Die kleine Wiese. Da war noch nicht reif, wo ich das Mähen angefangen habe. Okay. Das heißt, die mähen wir dann beim nächsten Schwung. Jupp. Hallo Freunde, ich sehe den kleinen Arion. Haben wir die Aufnahme schon gestartet? Ja. Okay. Weil ich gerade schon seit 19 Minuten. Alles gut. Und wahrscheinlich in der Aufnahme jetzt, weil ich ein bisschen was wegschneide, 17 oder 18. Alles gut, ich habe nicht gefragt. Nee, nee, ich schneide raus. Hier ist noch nicht mal gepresst. Nö. Geschwadet? Auch noch nicht, oder? Meint auf der 34. Philipp? Ah, oh, muss ich noch fragen. Ich im Weg? Ah, ein bisschen geht aber noch. Hallo da hinten. Du hast dich, glaube ich, verschrieben. 34. Nicht 43. Hallo? Ja, keine warte. Auf welcher Wiese ist denn überhaupt schon? Bleib stehen, und bleib stehen, ich mal wieder Monster Truck machen. Komm. Nein, doch. Willst du reinfahren? Ja. Kleben Flo am Arsch. Ich lass dir mal zwei Bahnen machen und dann kleb den ersten. Ja. Ich fahr besser weiter vor, dass du auch mit rein kannst. Ich sperre einfach die Straße, ist mir egal. Ich hau jetzt Warnblinkanlage rein. Modus ist ja dabei, also kann nichts passieren. Außer dass einer rückwärts vor dir reinfährt in der Glasfresse. Oh, ein bisschen weiter hinten. Wir stehen hier nicht gut. Ah, vorne ist tatsächlich einfach ein Teil. Entweder noch an zu pressen, ey. Ist die wenigstens die Kuhwiese schon gepresst? Ja, Kuhwiese und die am Hof ist alles schon gepresst. Das ist die letzte hier. Dann fahr ich. Ja, ich habe mir schon gedacht, wieso ich hier fahrst und nicht gleich da runter. Ja, das weißt du richtig, dass das hier schon. Oh. Egal. Weil es mal spadert. Ich bin immer da hingefahren, weil er jetzt gespadert hat. Flo, hast du die Karte offen? Ja, nee. Wieso presst du? Das ist... Ach, egal. Warten.
soll ich singen? Nein. Ich habe ein Radio an, das reicht mir. Ich hab grad ein bisschen ausgeholt, ne? Hallo? Bin grad extra für dich auf die Seite gefahren. Ja. Dann schauen wir ganz kurz um, ob rechts passt. Den Teil haben wir, dann ja, das passt. Nein! Nicht schon wieder! Was? Ey. Ich muss wieder einen Ball nochmal hierher fahren. Wäre ich doch leicht mit dem Unimog gefahren, ey. Lass uns doch dann einfach flaggen fürs nächste Mal. Schieb mal auf die Seite. Ich fahr drüber. Ich steck fest. Oh ne, du. Da hat er den Fisch gefunden, immer wieder. So. So. Wir könnten aber hier die Kubis am Hof auch mähen. Wir können aber auch die Kubis am Hof mähen. Nee, mal. Da sind ja die Kühe drauf, das ist ein Scheiß, das lohnt sich nicht. Wenn dann schon alles mitnehmen. Nein. Man mäht nicht die Wiese, wo die Kühe drauf rumlaufen. Jetzt bisschen her, so ein bisschen breitere Bahn und das passt schon. Die Folge ist zwar ein bisschen länger geworden, aber ich wollte gerne diese Seite von der Visier nochmal fertig schwaden. Aber wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, dann lassen wir den natürlich sehr nett. Und jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent und hilft euch und hilft uns echt weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den roten Button unter dem Video grau stellen und die Glocke natürlich aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ciao! Wünsche euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag und dann sehen wir uns am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Hey. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.